Hallo ihr Lieben, heute möchte ich euch das Buch Koala denkt sich heute was aus dem Magellan Verlag näher zeigen. Das Buch hat 32 Seiten, kostet 15 Euro und wird ab 4 Jahren empfohlen. In diesem Buch geht es um einen Koala und seine 4 Freunde, die alle mit den gefundenen Sachen der Menschen im Wald spielen und jeder von ihnen kann damit irgendetwas ganz besonders gut, außer dem Koala. Und als sie mal ein Buch finden, weiß keiner von ihnen etwas damit anzufangen, außer dem Koala-Bär tatsächlich. Und da staunen seine Freunde natürlich und sind beeindruckt. Und so kann er endlich auch mal vor seinen Freunden glänzen, indem er die schönsten Geschichten erzählt, die sie sich nur vorstellen können und in denen sie alles sein können, was sie sich wünschen. Das ist jetzt im Hochformat. Ich versuche es mal im Video ein bisschen reinzubekommen. Es ist richtig, richtig schön. So. Doch als der Koala einschläft, nach dem Lesen oder während dem Lesen besser gesagt, und die Schlange weiterliest, stellen die Freunde fest, dass es nur ein Kochbuch ist und wundern sich, wie der Koala auf die tollsten Geschichten kam. So muss der Koala nach dem Aufwachen zugeben, dass er gar nicht lesen kann und sich die Geschichten nur ausgedacht hat. Ja, wie die Freunde damit umgehen und ob der Koala-Bär doch noch etwas findet, worin er gut ist, beziehungsweise seine Freunde beeindrucken kann, lest ihr am besten selbst. Die Geschichte selbst ist aber auf jeden Fall genau das Richtige für alle Kinder, die sich ja manchmal für zu uninteressant, sage ich mal, finden, beziehungsweise das Gefühl haben, nichts Besonderes machen zu können. Man kann damit erstens mal ein Gespräch eröffnen und vielleicht so auch damit gemeinsam herausfinden, dass jeder doch etwas besonders gut kann. Den Link dazu findet ihr wie immer in der Infobox. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir gern einen Daumen hoch, abonniert meinen Kanal und schaut auch gerne meine weiteren Videos an. Macht's gut!